Ja, hallo, ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Hamburg, Nähe von München und Berlin. Und diesmal Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal wieder eine Frage zu einer Beziehungssituation, die erstmal startet und dann plötzlich abbricht. Lust hast, kommt noch rein in den neuen Spirikurs 2, jenseits von Ego, Angst und Narzissmus. Und Sonntag ist ja die Lesung, ich glaube, so ein paar Plätze hatten wir da noch. So, jetzt mal von einem Herrn. Lieber Christian, ich bin seit 2 Jahren ein Fan deiner Videos, die alles rund um Bindungsangst, Verlustangst, toxische Beziehungen sehr offen und prägnant auf den Punkt bringen. Ich selber gehöre eher zu den Verlustängstlern. Jetzt kommen so ein paar Kindheitsgeschichten. So. Nach einigen gescheiterten Beziehungen, Therapie, vielen Stunden mit dem Buch von Stefanie Stahl und deinen Videos verstehe ich nur meine Muster besser und bin auf dem Weg, sie zu durchbrechen. Nun zu meiner aktuellen Situation. Ich habe mich in eine Arbeitskollegin verliebt. Ja, es kommen so ein paar Kindheitsgeschichten deiner Partnerin. Ich würde nicht so viel drauf geben auf diese Kindheiten. Ja, man kann, klar, man kann da irgendwas draus ziehen, aber es gibt Leute, die haben eine beschissene Kindheit und haben wenig Bindungsprobleme und es gibt Leute, die sagen, ey, ich hatte Top-Kindheit und trotzdem Bindungsprobleme. Es liegt nicht immer, ist nicht immer das innere Kind. aber gut. Auch ihre letzte langjährige Beziehung, aus der sie ein Kind mitbrachte, war von Heiß-Kalt-Situationen und einem schwierigen Ex geprägt. Ja, auch, ich weiß nicht, wiederum ich da immer, aber das ist ja immer so in meinen Videos, gibt nichts auf diese Ex-Geschichten. Ich meine, wer erzählt schon wirklich, wie es war, irgendwie so, ne? Also, beziehungsweise man erzählt vielleicht, wie es war, aber es ist dann so die eigene Wahrheit, sag ich mal so, ne? Die natürlich auch sehr getönt ist, wie kann es nicht anders sein? Ich würde da nicht viel drauf geben. Und klar, wer sagt denn, also wenn ihr mal irgendjemand habt in so einer Dating-Situation, der sagt, ja, ich war der Narzisst in dieser Beziehung, ich habe manipuliert und Gaslighting gemacht, ja, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten auch die Leute, die sehr minuspolige Bindungsmuster haben, die sehen sich auch alle als Opfer. Also da könnt ihr nichts drauf geben. Vielleicht war es einfach nur ein ganz netter Kerl, also und er hat nicht gemacht, was sie wollte und dann ist der böse Narzisst und das weißt du alles nicht, ne? Weiß nichts. Ne? So, ihr Verhalten heute ist sehr stark von Ängsten und Unsicherheiten gekennzeichnet, sehr introvertiert und kontrolliert. Ja, hört sich zumindest nicht so an, als wenn sie jetzt so stabil wäre, was das so angeht. Ne? Aber gut, gibt's ja viel, haben wir ja, sind wir ja viele Menschen und was soll's. In der Phase der Trennung von ihrem Ex suchte sie mich aus. Ja, haben wir schon ein warmer Wechsel. Ich weiß, es ist menschlich. Ich will da jetzt auch nicht einen Stab drüber brechen, das passiert halt. Aber ja, also hat sie schon ausgesucht, als sie womöglich noch mit ihm zusammen war. Also gut, klar, viele Menschen mögen nicht allein sein, hat sie vielleicht auch ein bedürftiges Muster oder hat ein bedürftiges Muster und dann wird der nächste Mann schon ausgesucht, während du schon am also während der andere noch da ist. Und ich würde immer drüber nachdenken, ob man da nicht genauso verlassen wird. Und du hast ja, glaube ich, hier so eine verlassene Situation. Vielleicht hat sie auch den nächsten neuen schon auf die Linie gebracht und du sagst, es ist menschlich, aber so richtig nice ist es natürlich nicht so, ne? Vor allem, wenn das zueinander übergeht. Klar, es gibt es, aber dann muss man, finde ich, sollte man wirklich einen klaren Cut machen und sagen, so, oh, jetzt habe ich mal Neues kennengelernt. So. Und auch nicht erst abwarten, wie es wird. Ich weiß nicht, ob das hier so ist. Und dann ist, ja. Und dann das andere beenden halt. Kann natürlich passieren, dass man sich in jemand anders verliebt, während man in einer Beziehung ist, klar. Ja. Außerdem gefällt mir nicht, was heißt, also klar, die Frau sucht aus, sage ich immer, aber ist sie so offensiv auf dich zugegangen? Weiß ich mittlerweile auch, ist nicht so das beste Zeichen so. Hast du sie erobert? Also heißt, hat sie einfach nur Interesse gezeigt? Ja. Oder hast du sie so richtig erobert? Ja, auch wieder so eine Frage, ne?
So, in der Phase von der Trennung von ihrem Ex suchte sie mich aus und offenbarte, sie stehe auf mich. Ja, das ist leider schon sehr frontal. Eieieiei. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hört sich auch noch dafür an, jetzt einfach schnell den nächsten Kontakt irgendwie zack, zack, zack irgendwie. kurz nachdem ich meine leeren Eimer entdeckt hatte und sie am Füllen war, Konzerte, Sport, Reisen, gute Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich spürte, dass sie mir mit ihrer ruhigen Art gut tat. Ich mochte ihre feminine und verletzliche Seite, ihre Sportlichkeit und ihre Nähe. Sprich, ich veränderte mein Beuteschema, das vorher in etwa das Gegenteil dessen war. Ja, mit dem Beuteschema verändern ist ja genau der richtige Ansatz. Es ist nicht, halt nichts von heute auf morgen und man denkt manchmal, man hätte schon verändert und dann ist es doch nur eine subtile, eine subtile Veränderung. Man kriegt doch nochmal das andere in einer, im anderen Kleid präsentiert. Das ist aber völlig normal. Das geht halt nicht so schnell, ne? Ich entwickelte erstmals eine Vision von einer gemeinsamen Zukunft, vielleicht ein bisschen vorschnell. Durch meine Beschäftigung mit den Themen Bindungs- und Verlustangst. Ich würde bei dir auch mal nach Bindungsangst gucken übrigens. Also, vielleicht suchst du dir mal Frauen aus, die bindungsängstlich sind, damit du das in dir nicht angucken musst. So. Und dann kannst du dir auch einmal eine große Zukunft vorstellen. Und wahrscheinlich bin ich damals von einer unsicheren, vermeidenden Bindungsängsterin als Sprungbrett benutzt worden. Ja, aber ob die, also die hört sich für mich jetzt aber auch, also vor allem, ich habe ja schon einmal durchgelesen durch die E-Mail, hört sich für mich auch eher verlustängstlich an. Bindungsängstlich, also klar, am Anfang geben die ja auch Vollgas häufig, aber ich weiß nicht. So. In den Jahren, in denen wir zusammen waren, hatten wir Corona-bedingt nur wenig Kontakt. Vermuten wir es jetzt die aktuelle Freundin. Ein bis zweimal die Woche, weil sich mit ihrem, weil es ja so Themen gab mit Kinderbetreuung. Ja, such nicht immer Gründe, wenn jemand wirklich total nicht verknallt ist, dann hat er Zeit für dich, ob der jetzt ein Kind hat oder nicht, oder ob dann irgendwie Shared Custody ist, also gemeinsame Kinderbetreuung. Trotzdem Zeit. Das ist, also wenn du eine Frau richtig gut findest, würdest du dich davon abhalten lassen, dass da irgendwie Kinder bei dir rumspringen oder dass du einen Hamster hast oder Wellensittich, würdest du auch nicht, ne? So, das, also man kauft immer diese Begründung ab, aber verschleiern das Wesentliche, deswegen sage ich immer wieder, Ich will es irgendwann nicht mehr sagen, aber ich kann es mal wieder sagen, hört endlich auf, Leute. Bitte, bitte, bitte hört auf diese Worte zu hören. Bitte, ich bitte euch. Hört nicht mehr auf diese Worte, die bedeuten nichts. Gar nichts. Nichts. Einfach aufs Verhalten gucken. Atmen einmal die zweimal Woche Zeit für mich. Komme ich damit klar? Komme ich damit klar? Diese Begründungen, die da mal geliefert werden. Also ihr glaubt es wahrscheinlich selber, aber spielt keine Rolle. Vielleicht hat sie auch wirklich nicht mehr Zeit. Ich weiß natürlich nicht. Aber ich weiß ich nicht. Ein Kind ist ja jetzt nicht so, dass sie da einen Kindergarten zu Hause hat und oder Fünflinge oder irgendwie sowas. Weiß nicht. Aber manche Menschen wollen eben auch nicht mehr Kontakt haben. So, aber immerhin ist es ja scheinbar ganz ordentlich gelaufen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Über einen längeren Zeitraum, mehr als die 200 Tage. Das ist doch schon mal was, ne? Sei froh. Du hast es ja scheinbar genossen. Sei froh, dass du es hattest. Und ja. Sie brauchte lange, bis sie mir ihr Kind vorstellte. Ja, da will ich jetzt nichts zu sagen. Mit Kindern. Auch das kann manchmal so ein bisschen was Bindungsängstliches sein, kann aber auch eine ganz wirklich wohlgeordnete Überlegung sein, dass man damit wartet. Hab das eigentlich auch schon erlebt, dass es, wenn man das Gefühl hatte, das war eher wie so eine Mauer, die noch aufgebaut worden war, dass man bloß die Beziehung nicht weiter vorangeht, weil solange du ihre Tochter nicht kennenlernst, kannst du natürlich da auch nicht übernachten, wie du willst. Ich hätte da als inzwischen 34-jähriger Mensch Spaß, keinen Bock mehr drauf. Ich würde sagen, ey, nee, also soll ich jetzt abends nach Hause fahren oder was? Nee. Schönen Dank auch, ne? Und soll er morgens nicht am Frühstückstisch sitzen, würde ich sagen, ey, fuck it, habe ich keinen Bock drauf. Also klar, kann man sich ein paar Monate mal angucken, ne? Dass es erstmal läuft. Ich weiß auch nicht, wie lange das ist, aber ich würde sagen, ey, komm, ich bin keine 16 mehr. Nee. Schönen Dank auch, ne?
mit der ich mich auf Anhieb gut verstand. Ich setze in der Beziehung Standards, zum Beispiel einmal am Tag telefonieren, offen Gefühle ansprechen, respektvoll umgehen. Also man merkt, dass du hier einiges umgesetzt hast, gelernt hast. Also ich finde auch, dass du insgesamt mit der Situation eigentlich ganz gut umgehst. Ich glaube, dass du immer noch zu loose bist mit deinen Standards, aber das ist ja erfahrungswert. Also du siehst schon, dass auch sie hier so ein bisschen im Minus agiert. Vielleicht kannst du es noch, wenn ich das vorgelesen habe, sehen. Und ich würde deine Standards noch enger fassen, so. Aber das ist der Weg. Wie Star Wars immer sagt, so ist der Weg. Und ja, das sind diese Schritte, die man macht. Alles gut, ne? So. Sie hatte keine Vorstellung, glaube, sie lernte von mir, ging auf meine Standards ein, von ihr kam keine. Trotzdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, es geht voran. Auch nachdem ich ihr Kind kennenlernen durfte, ihr beim Umzug half und sie mir beim Renovieren meiner Wohnung helfen wollte. Ja, das muss ich zugeben, hört sich alles eigentlich ganz gut an. Dazu kam es ja doch nicht mehr. Ja, auch diese Worte sind ja nicht umgesetzt worden. Aber okay, lassen wir das. Alter Falter, ey. Scheißt auf Worte, Leute. Wirklich scheißt drauf. Komplett. Komplett. Da rein, da raus. Ja. Schauen wir mal, was passiert, ne? Also hat dir scheinbar nicht geholfen. So. Okay. Aber egal, ich weiß, ich bin schrecklich streng, aber das macht einen, die Arbeit macht einen so. Ja. So. Aber sie muss es ja auch nicht, ne? Man muss auch nicht das halten, was man versprochen hat. Ich meine, da gibt es kein Gesetz irgendwie, ne? Und ja, muss nur überlegen, ob das so das ist, was du willst, so, ne? Vor ein paar Monaten zog sich abrupt zurück. Sie müsse allein sein, ihre Themen bearbeiten. Ja, also sie hat einfach kein Interesse mehr zu diesem Punkt. Das würde ich aber nicht persönlich nehmen. Einfach so hinnehmen, was will mir das jetzt zeigen? Was kann ich hier lernen? Ist, wie es ist. Das muss auch gar nichts mit dir zu tun haben. Das ist vielleicht ihr Bindungsmuster. Ja. Aber schade, kann ich verstehen. Sie habe mich idealisiert und könne nicht sagen, ich liebe dich. So, wenn ihr jetzt wirklich deutlich über ein Jahr oder anderthalb oder ich weiß nicht, wie viel zusammen seid und sie hat nicht liebe dich gesagt, dann schreib das sofort auf deine fucking Standardsliste, Dealbreaker-Liste. Also wenn jemand nicht nach einem halben Jahr, ich würde sogar sagen nach 3 Monaten, aber sagen wir mal nach einem halben Jahr, ich liebe dich, sagt, ey, fuck it. Echt? Ich erwiderte, das solle sie tun, sich nochmal melden. Super, genau so würde ich das. Hast, glaube ich, Chipkurse bei mir gemacht. Genau so. Alles klar, bis zum Minimal daten. Tschüss, guten Weg, gute Reise. Wenn du es dir anders überlebst, melde dich wieder und bis dann, ja, und du zack, sofort Schalter umlegen. Okay, next. Weiter gucken, Single sein, weiter daten, sofort abhaken. So. Wenn ich noch da sein sollte, könnte man sich treffen. Ja, richtig gut gelöst. Ich weiß, es tut trotzdem weh, aber alles gut. Und wenn nicht, fragte sie, dann musst du dich nicht mehr melden. Das ist so geil reagiert. Ich liebe das. Erwiderte ich. Seitdem herrscht Funkstille, auch auf der Arbeit, wo wir nicht aufeinandertreffen, Homeoffice bedingt. Ich habe mittlerweile einen Großteil des Trennungsschmerzes hinter mir. Trotzdem ist immer noch diese Vision einer gemeinsamen Zukunft. Na, hört auf mit diesen ganzen Visionen, bleibt einfach hier und jetzt irgendwie und alles gut. Wenn mir das Universum nur damit sagen, kannst du mir das bitte übersetzen? Ja, letztlich kann das ja immer nur jeder, der es erlebt, übersetzen, aber ich würde es übersetzen mit, ja, also du auf dem Papier, also hast dich da weiterentwickelt, du machst deine Standards, es ist bestimmt besser geworden, als du es vorher hattest, aber du fühlst es halt noch nicht so richtig so, das so komme ich raus. Also du setzt dir die Standards, aber es dauert, bis das so wirklich ins Bauchgefühl übergeht und dass wirklich du so Schnips machst und auch nicht mehr, keine Zweifel mehr dran hast und auch dann loslässt so in dem Moment, ne? Und klar, natürlich hat man immer Liebeskummer und Trennungsschmerz und aber wo du einfach sagst, nee, das war es noch nicht. Und ich würde das Universum mal befragen, wie das denn mit deiner Bindungsangst ist. So, wie das denn wäre, wenn du jemand hättest, der dich wirklich richtig will. Das kommt bestimmt als nächstes, können wir vorstellen. Und wie du dann damit umgehst,
das spannende Frage. Ansonsten abhaken, Liebeskummerkurs, Bänder trennen, weiter daten, wenn du dich gesammelt hast wieder. Einfach abhaken und dann, klar, denk mal dran und denkst, ja, danke, dass ich das hatte, danke, dass wir diese Zeit haben, danke, dass du mir nochmal gezeigt hast, wo ich stehe. Ich wünsche dir alles Gute in Gedanken und ansonsten super gehandelt, ne? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der Anteil Verlustangst, der den Bindungsängste anzieht, ist noch zu stark. Ja, oder dein bindungsängstlicher Anteil, das könnte es auch sein, den du so passiv lebst sozusagen. Wäre die Frage, ob du schon mal eine Beziehung hattest, wo du so richtig gewollt wurdest, weil das ist häufig so, weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal, wenn ich mit Menschen rede, dann frage ich sie immer, gibt es denn jemanden, der dich richtig gut findet, mit dir eine Beziehung haben wollen würde? Und dann, ja, es gibt da hier den Onkel vom Großcousin meines Friseurs und der findet mich total hot und fragt immer, und den will ich aber nicht, ne? So, da würde ich mal drüber nachdenken. Und ansonsten, ja, keep on going, alles gut. Und wir werden uns bald wiedersehen.